Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute etwas von den drei Ausrufezeichen von den drei Detektivinnen. Und zwar ist das ein Fashion-Phantombilder-Spiel von Kosmos, geeignet für Kinder ab 8 Jahren. Und man erstellt Phantombilder und muss dann raten, welches Detail sich geändert hat. Wir werden das auf jeden Fall jetzt gleich mal testen. Aber erstmal schauen, ob da noch irgendwas steht. Coole Magnetsticker im Fashion-Look. Wie erstellt man anhand von Zeugenaussagen ein möglichst realistisches Bild eines Täters? Spielt einem da die Erinnerung nicht manchmal einen Streich? Teste es aus. Welchen Schmuck trug Franzi oder welche Sonnenbrille Marie? Kombiniere die verschiedenen Accessoires aus Magnetfolie auf den Gesichtern der drei oder auf deinem eigenen Foto und finde heraus, welches Accessoire es gewesen ist. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, finde ich. Ich hatte ja diesen 3 Ausrufezeichen Adventskalender auch, also zu Weihnachten. Und da war auch so etwas dabei. Wahrscheinlich nicht ganz so ausführlich, aber da wurde auch an einem Tag im Adventskalender geraten, dass man dieses Spiel mal so spielen kann. Da waren dann auch so kleine Teile mit dabei. Ach, hier hinten ist auch noch was zum Abziehen. So. In einer praktischen kleinen Blechdose, also auch super gut zu mitnehmen, vielleicht auch für den Urlaub oder für die Autofahrt im Urlaub, obwohl diese kleinen Teile, wenn die runterfallen, das ist natürlich nicht so gut. Aber ich denke, das ist auch schön und praktisch für unterwegs. Ach, jede ist mehrere Male dabei mit unterschiedlichen Frisuren. Obwohl die fast gleich aussehen, nur dass das einmal, dass sie einmal rüberschielt und einmal nicht. Und einmal lächelt sie. Und die beiden einmal mit blauen Haargummis und einmal mit grünen Haargummis. Und hier, das ist schon etwas unterschiedlicher mit einem Zopf oder mit offenen Haaren. Und auch hier oben unterschiedliche Haaraccessoires. Dann haben wir hier eine Anleitung dabei. Wer ist die Fashion Queen? Mhm. Die Anleitung und hier, das sind jetzt die Magnete. Zwei Seiten. Es gibt 3 unterschiedliche Sonnenbrillen, Blumen, Ohrringe, Ketten, Haarschmuck. Da kann man schon ganz unterschiedliche Sachen mit kombinieren. Ich habe mir die Anleitung jetzt mal durchgelesen und als Vorbereitung müssen wir die ganzen Accessoires hier raustrennen. Also ganz vorsichtig aus dieser Platte rauslösen. Hier habe ich zum Beispiel schon mal die Brille. Die sammle ich mal hier in der Box. Ich habe jetzt alle Accessoires herausgelöst und als nächstes müssen wir die Bilder noch auseinanderschneiden. Einfach hier in der Mitte beim Knick auseinanderschneiden und dann kann es auch schon losgehen. In der Anleitung war ein Spiel beschrieben. Da sind verschiedene Charaktere beschrieben, also Franzis Fashion-Tarnung, Maries Fashion-Tarnung und Kims Fashion-Tarnung. Und die soll man dann nachstellen. Und dann kann man auf der Rückseite entscheiden, ob man das richtig nachgestellt hat. Das ist eigentlich so das Hauptspiel. Aber ich hatte auch noch eine andere Idee, wenn man das zu zweit spielen möchte. Dann kann man das auch einfach so machen, dass man sich was ausdenkt. Der andere muss dann ein Accessoire wieder wegnehmen. Und dann muss man entscheiden, welches Accessoire war das. So ähnlich steht es ja auch hier hinten auf der Verpackung. Ob man sich das wirklich gut gemerkt hat, ob man in Erinnerung behalten hat, was alles als Accessoire da war. Also so kann man das dann auch spielen. So, dann wollen wir das Ganze auch mal ausprobieren. Man soll den Deckel nehmen und den als Unterlage benutzen. Da sich jetzt eine von den Figuren reinlegen. Und hier sind die Beschreibungstexte. Marie ist verliebt. Das sieht man an ihrem Ohrring in Pink. Okay, Ohrring in Pink. Verliebt. Ah, die hat bestimmt diese Herzohrringe hier. War die oder die?
Bestimmt die großen Herzohrringe. So. Und die halten jetzt natürlich hier. Obwohl, da steht ja ihrem Ohrring. Ich glaube, dann setze ich ihr nur einen Ohrring drauf, weil der andere ist ja von den Haaren verdeckt. So, ihr Haarreif passt farblich perfekt zu ihrem Haarschmuck. Okay, Haarreif perfekt zum Haarschmuck. Der Haarschmuck da oben ist pink. Dann ist das vielleicht der Haarreif dazu. Dieser pink gepunktete. Ach, Haarreifen sind das. Ich dachte ja eben, das wären Ketten. So, der Haarreif. Dann steht hier, für einen farblichen Kontrast sorgen Sonnenbrille und die Schleifchenhaarspange, die Marie auf der linken Seite am unteren Ende des Haarreifs trägt. Okay, farblicher Kontrast. Wahrscheinlich hat die dann die grüne Sonnenbrille. So. Und am unteren Rand auf der linken Seite. Auf ihrer linken Seite oder auf der linken Seite? Das weiß ich jetzt nicht. Da hat sie Schleifchen, Haarspangen. Schleifchen, Haarspangen. Okay, dann setze ich die mal dahin. Sie sind farblich aufeinander abgestimmt. Okay, das ist jetzt noch nicht so gut farblich abgestimmt. Aber es gibt auch nur... Ach, vielleicht hat sie dann die blaue Sonnenbrille und die blaue Schleife. Blaue Sonnenbrille. Und dann setze ich hier lieber die Schleife noch in blau hin. Weil da steht ja, dass das farblich aufeinander abgestimmt ist. So. Das war jetzt also hier die Beschreibung. Und jetzt drehe ich das Ganze um. Und da sieht man, ich habe das fast alles richtig gemacht. Nur, dass ich die Schleife auf der falschen Seite habe. Es ist natürlich auf ihrer linken Seite. Und nicht auf der linken Seite, wenn man von vorne schaut. Das stand jetzt nicht dabei. Aber sonst habe ich das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, nur das kann man ja nur ein-, zweimal machen, weil beim nächsten Mal weiß man ja sicher, welche Brille sie hat, wenn man das immer gleich macht. Das ist natürlich doof, das kann man dann nur so einmal spielen. Aber sonst könnte man jetzt natürlich einfach selber sich was ausdenken und dann das Ganze beschreiben und eine andere Person versucht, das dann nachzustellen. Oder dass man sich dann das Ganze abfotografiert und dann versucht, die andere das nachzustellen und dann kann man das vergleichen. Oder man macht es eben so, dass man jetzt sich das so einprägt. Dann nimmt man ein Accessoire weg, zum Beispiel die Schleife, und sagt dann, was fehlt. Und dann muss die andere Person sagen, dass die Schleife fehlt und auch welche Farbe die Schleife hatte. Ja, eigentlich eine ganz interessante Box mit verschiedenen Spielvarianten. Man hat viele schöne kleine Accessoires dabei und es ist super praktisch, dass man die mitnehmen kann, die Box. Also von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich finde auch die drei Ausrufezeichen ziemlich cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die drei Ausrufezeichen findet und ob ihr das Spiel vielleicht schon kanntet oder vielleicht selber schon mal gespielt habt, gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Und sonst freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!